Und da sind wir wieder, Freunde. Auf Apple ist Verlass. Unser wöchentlich Update gibt uns heute, und zwar heute mit der Nummer 13.2.3. Jawohl, Apple hat mal wieder ein Update rausgebracht. Die Jungs und Mädels werden einfach nicht müde, hier iOS 13 perfekt zu optimieren. Kann man sagen, wenn man es positiv sagen will. Oder man könnte sagen, da gibt es so viele Fehler auszubügeln, dass die hier wöchentlich rangehen. So oder so, wir haben ein neues Update, und das war ein recht kleines Update. Ich zeige euch mal hier die Downloadgröße. Das war nämlich, wenn man von 13.2.2 kommt, gerade mal 105,4 Megabyte groß, zumindest hier auf meinem iPhone 10. Jawohl. Und speicherplatzmäßig, nur der Vollständigkeit halber, 15,86 GB vor dem Update und 16,56 nach dem Update. Ein bisschen was wurde wieder freigeräumt. Aber uns interessiert ja viel mehr, welche Fehler sind denn jetzt verschwunden? Und ja, ist denn euer Fehler oder eure Fehler, sind die da mit dabei? Also, wir gehen es mal kurz durch, und ich kann nicht noch was sagen. Mir ist hier was aufgefallen, was verschwunden oder behoben wurde, obwohl es hier nicht drin steht. Aber dazu gleich. Also, 13.2.3 behebt ein Problem, bei dem die Systemsuche und das Suchen in Mail, Dateien und Notizen möglicherweise nicht funktioniert. Also, wenn ihr in die Suche reingeht, zum Beispiel hier systemweit, und ihr sucht irgendwas, oder ihr geht in eure E-Mails rein, wollt dort irgendwas Spezielles suchen, eine Datei, ein Stichwort, ein Absender, dann kann das eben sein, dass ihr nicht richtig angezeigt bekommt in den Suchergebnissen, was wirklich alles vorhanden ist. Ist eine blöde Sache, sollte hiermit allerdings behoben sein. Dann wird ein Problem behoben, bei dem Fotos, Links und andere Anhänge möglicherweise nicht in den Nachrichtendetails angezeigt werden. Also wenn euch irgendjemand ein Foto schickt oder einen Link oder sowas, und ihr seid dann hier in eurer Nachrichten in der Messages-App drin, dann kann man ja da auf Details gehen, und dann, ja, wie gesagt, wurde das nicht richtig angezeigt. Also wenn auch ihr das Problem hattet, hiermit sollte es behoben sein. Hier nochmal etwas, was ich viel dramatischer finde, und zwar das Problem, dass bei manchen Apps im Hintergrund keine Daten geladen werden konnten. Also gerade wenn ihr die Hintergrundaktualisierung bei euren Apps eingeschaltet habt und dann werden trotzdem keine Daten geladen, dass die dann direkt verfügbar sind, wenn ihr eben dann die App entsprechend öffnet. Das ist natürlich blöde, hat diese Hintergrundaktualisierung dann komplett ausgehebelt. Das sollte auch hiermit Geschichte sein. Jawohl, dann kommt noch ein Fehler. Also ich hatte von den ganzen Fehlern hier oben bisher noch keinen bei mir feststellen können. Aber der Fehler, um den es jetzt geht, den hat meine Freundin auf jeden Fall gehabt. Ich auch nicht. Also ich habe hier echt Glück gehabt. Von den ganzen Bugs hatte ich jetzt keinen. Und zwar geht es darum, dass die Mail-App keine neuen E-Mails abrufen kann, obwohl die vorhanden sind. Und das ist doch mal ein richtig übles Ding. Also ihr geht in eure E-Mail-App rein, ich mache jetzt nichts auf, sonst lest ihr alle meine E-Mails, und dann kommen einfach keine neuen E-Mails rein. Das hatte meine Freundin, die hat nachgeschaut, und da war keine neue E-Mail angezeigt. Am nächsten Tag geht sie nochmal rein, und sie hatte einen ganzen Haufen auf einmal drin, auch E-Mails, die vom Vortag waren. Und das ist echt übel, wenn ihr auch das Problem hattet. Das finde ich, geht mal so gar nicht und sollte auch hier mit 13.2.3 endlich behoben sein. Tja, und mehr schreibt Apple uns dort nicht rein, aber ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr mein früheres Video gesehen habt, mein Problem mit dem RAM-Management, und zwar, dass ich hier beim Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Apps öfters mal das Problem hatte, dass hier immer direkt ziemlich schnell neu geladen wurde und dass die Apps einfach nicht, ja, eingefroren wurden im Hintergrund. Und das habe ich eben mal ausprobiert, und das hat jetzt bei mir problemlos geklappt. Also ich bin hier, mein Standardfall, bin hier immer zwischen Amazon und eBay hin und her gewechselt, habe dann immer was verglichen. Da war das ja, wo das Problem ganz akut war. Schon allein bei dem Wechseln hier von einer App zur anderen, ja, hat dann irgendwann schon mal meistens die Amazon-App komplett neu geladen. Und wenn ich da nochmal zwei, drei Apps nebenbei aufgemacht habe, bin dann zurückgegangen, dann sowieso auch bei dem letzten Update. Also da konnte ich vielleicht so drei Apps mal öffnen, und trotzdem wurde Amazon komplett neu geladen, statt einfach dort weiter gestartet zu werden, wo ich die App dann beendet oder kurz in den Hintergrund geschoben habe. Und eben habe ich es mal ausprobiert, also eBay, Amazon, das gleiche gesucht, habe dann hier mal 3, 4, 5 Apps geöffnet danach, und bin dann nochmal zurückgegangen zu den beiden Apps, und alles war noch da.
Das heißt, es sieht so aus, als hätte Apple dieses Problemchen auch in den Griff bekommen, auch wenn sie es nicht hier extra reingeschrieben haben. So Freunde, das wäre das. Dann der Vollständigkeit halber natürlich nochmal den Geekbench und da kann ich ganz, ganz kurz sagen, ja, es gibt nicht allzu viel zu berichten. Das sind die Werte unter 13.2.3, 926 im Single-Core und 2506 im Multicore. Und dann mal hier im Vergleich mit den vorherigen Versionen sehen wir, ja, 930 zu 926, 2519 zu 2506. Das sind, würde ich mal sagen, marginale Messunterschiede. Da hat sich jetzt nicht wirklich was Großartiges getan. Von daher dort keine Veränderung. Jawohl, also, das wäre mal wieder unser wöchentliches Update und mein Update für euch, Freunde. Wenn ihr eins der Probleme hier hattet oder generell irgendwelche Probleme, macht das Update. Es ist nicht allzu groß und Apple arbeitet dran. Die wollen ja, dass wir richtig Spaß damit haben und wollen die ganzen Frustpunkte, die wir hier noch haben, aus der Welt schaffen. Make iOS 13 great again. Ja, das könnte hier das Motto sein. Und ja, mit dem Motto verabschiede ich mich, Freunde. Wie ich das hier jetzt so sehe, sehen wir uns wahrscheinlich schon nächste Woche wieder mit einem neuen offiziellen Update von iOS 13.2.3. Und dazwischen reden wir natürlich nochmal über die neuesten Betas. Also, es wird nicht langweilig, aber ich gehe jetzt mal ins Bett, ganz schön spät. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.